paar Bauteile. Da haben wir auch noch ein paar Bauteile. Die graben wir auch noch schnell aus. Ja, ich war auch in der Hoffnung, dass wir jetzt eigentlich hier noch ein bisschen was finden, aber leider nein. Ja, du hast es ja gleich. Du kriegst ja gleich deine Jacke. Na gut, jetzt haben wir halt einfach kein Holz mehr. Der trägt wenigstens den ganzen Shit weg, oder? Der Hund. Der Hund trägt in der Tat den ganzen Shit weg. Wie lange denn noch? Wie lange denn noch? 25, 24, 23. Na komm. Na komm. Bau es halt fertig. Ach komm. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anstatt sich einfach mal das Zeug fertig zu bauen. Sieht's eigentlich bei ihr aus? Schwierigkeit der Anwerbung 99%? Was soll das sein? Heißt das jetzt, wenn die Schwierigkeit auf 100% ist, dann ist es am schwierigsten? Oder heißt das bei 99%, ich habe am ehesten Chance? Partiegeschick. Ach du meine Güte. Marktwert 1400. Kann ich den nicht irgendwie verscherbeln? Wo geht er schon wieder hin? Ach, guck an. Er steht auf. Kein Meditieren, kein Beten, steht auf und geht dahinter und. Hallo? Dreht wieder um, weil er feststellt, nein, er braucht das Wolfsfleisch. Ja, okay. Sehr gut. Well done, my friend. Well done. Es ist unglaublich. So, wegtragen. Ja, das sind leider ein bisschen Wartefolgen jetzt. ja. So, eigentlich, wie gesagt, ich habe hier, genau, und nachdem der jetzt hier nur 5 breit ist, das heißt, ich muss ihn wieder 2 von da drüben wegstellen, dann müsste ich eigentlich die volle Abdeckung haben. Hier, genau, man sieht es ja auch. Genau hier, dann habe ich nämlich eine volle Abdeckung. Dann kann ich nämlich hier oben und hier unten einfach Hydrobecken reinbauen und kann es auch noch breiter machen. Das ist doch schön, das ist doch schön. Die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, nachdem ich jetzt hier alles voller Holz mache, oder auch nicht mehr voller Holz mache, wollte ich gerade sagen. Hier, so, zack. Ich denke, es wäre auch eine gute Idee gewesen, wenn. Abfallzone, Moment, die Abfallzone müsste ich auch breiter machen. Es wäre, glaube ich, auch eine gute Idee gewesen, wenn. Wieso sieht denn das so? So, Moment, Abfallzone 2. Das habe ich dann verkackt, muss ich so machen. Genau, dann wird das nur eine Abfallzone. Worauf wollte ich. Oh nein, Regen. Ich habe immer Angst, dass jetzt gleich irgendwas Furchtbares passiert, ja. Das Spiel ist ja immer relativ kompromisslos mit ihren Ereignissen. Ja, mit seinen Ereignissen. Mit ihren Ereignissen. Tja, wenn die dann mal fertig sind. Wenn die dann mal fertig. Wow, wenig Nahrung, das wollte ich gerade sagen. Fuck. So ein Mist, so ein Mist. Ja, da muss ich morgen mal nochmal zum Jagen gehen. Das ist ja echt zum Kotzen. Entschuldigung. Das ist ja wirklich total gaga. Sind denn eigentlich Forscher? Also Forschen geht jetzt wirklich extrem schnell. So, Fakt ist, ja, den Steinbock können wir mitnehmen. Fakt ist auch, ich werde morgen, also am nächsten Tag hier im Spiel, werde ich. Hier sind auch noch Bauteile. Mann, 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 Mann. Ich sagte, hat kein, kann nicht machen, der kann es nicht bauen, weil er keine Bauteile hat. Willst du mich verarschen eigentlich? Aufgaben hinzufügen, Schlacke einschmelzen, Waffe einschmelzen. Platziere für immer. Mach es. Okay. Ja, also Fakt ist, dass es Fakt ist. Fakt ist, ich brauche hier eine Tür.
Mein Fakt ist auch, ich muss jagen gehen. Ich muss definitiv jagen gehen und zwar mit Schädel und Sekizuku. So, auf geht's. So, wunderbar. Dann geht Schädel und Sezuko weiter. Wo bleibt die denn? Ist sie so langsam oder was ist mit ihr los? Okay, wunderbar. Schädel und Sezuko versuchen jetzt hier etwas Nahrung ranzutreiben. Siehst du wirklich sehr langsam, oder? Okay, wunderbar. Also, ich will nichts sagen, aber Schädel ist jetzt echt langsam richtig treffsicher. Richtig krass treffsicher. Ich meine, ist gut. Ist richtig gut. Komm, schieß weg. Wunderbar, 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 wunderbar. Die geben echt Gas, die zwei. Mann, was ist nur los mit dem? Okay. Okay, wunderbar. Wunderbar. Okay, dann muss ich wieder ein bisschen Micro betreiben hier. Okay, wunderbar. So, wunderbar. Die drei Viecher werden auch mitgenommen von irgendjemand, der gerade Zeit hat. Das Schöne ist, dass es jetzt eine Außentemperatur gerade hat von minus 2 Grad. Das bedeutet im Klartext, dass die Lebensmittel halt draußen nicht verrotten, was Glück im Unglück ist, ja. Wirklich Glück im Unglück ist. Ich habe immer Angst, wenn die voreinander stehen, dass die sich immer gegenseitig abschießen. Okay, wunderbar. Jetzt können die zwei da aufhören. Hunger, ja, das dachte ich mir schon. Umrotte, das können wir alles mitnehmen. Zum Schlachten. Und hat jetzt Neville. Ist Neville jetzt endlich fertig? Komm, mach das jetzt einfach. 3, 2, 1, so. Und jetzt bitte zieh's an. Wunderbar, wunderbar. Er hat endlich eine Jacke. Ich fass es nicht. Er hat endlich eine Jacke. Zusammenbruch Trauer. Och Mann. Warum? Ein Freund starb. Kolonist gestorben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Steinmetz? Wer ist Steinmetz? Wer kann den Steinmetz machen? Ich weiß, wir haben wenig Nahrung. Mir ist das alles bewusst. Ich muss mich aber trotzdem irgendwie über den Winter retten. Und es hilft echt nichts. Ich muss es tun. Ich muss jetzt schon Produktion. Ich muss Hydrokulturbecken bauen. Ich hab natürlich jetzt keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, das Ding kostet 100 Stahl. Boah. Das ist natürlich schon krank viel, oder? Na gut, jetzt sind die gut dabei. Kann Waldo das überhaupt? Ist Waldo im Handwerk gut? Ist das Handwerk? Nee. Was ist das denn?
Was bekommt er denn da jetzt drauf? Konstruktion kann es nicht sein. Bergbau? Nee. Ach, Kunst vielleicht, oder? Das könnte es sein, dass es Kunst ist. Ja, das könnte in der Tat sein. Haben die jetzt schon alles geholt? Ach nö, das ist wieder ein Grizzlybär. Schon fertig? Aha, okay. Amboss-Saison hat begonnen. Innen 17 Grad. Außen minus 2 Grad. Ja, genau richtig, weil ich da richtig 17 Grad. Genau, denn ich wollte hier, was wollte ich denn hier? Ich wollte hier eine Tür bauen und zwar aus Granitblöcken, weil aus Schieferblöcken. Weil wir ein paar Schieferblöcke haben. Und dann wollte ich hier noch bauen eine Temperatur, einen Ventilator, der das hier ein bisschen verteilt. Temperatur. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Nicht so schlecht ist das. Boah, das wird trotzdem noch richtig knapp werden. Das hat mir halt einfach so viel Stahl jetzt gekostet. So unglaublich viel Stahl. Oh Mann. Da ist noch ein Grizzlybär. Und unten ist auch ein Grizzlybär aufgetaucht, oder? Ich würde sagen, Schädel und Setsuko müssen jetzt dann einfach einen Bären jagen. Okay, das hält also die Temperatur relativ gut. Ich hoffe, bei 18 Grad braucht er aber nicht sagen, dass er in der Kälte schläft, oder? Sehr hungrig, Waldo. Ja, dann ist halt einfach was. Also manchmal frage ich mich schon, was mit denen auch los ist. So. Schiefertüren. Sind das auch? Das sind Granittüren. Okay. So, dann müssen wir mal irgendeinen dazu zwingen, der Landwirtschaft macht. Wer macht denn das bei uns? Chedel. Chedel. Landwirtschaft 5. Ja, ist jetzt nicht so berauschend. Neville hat Landwirtschaft 9. Okay. Na gut. Da innen hat es auf jeden Fall etwas mehr Grad. So, wunderbar. Schlechte Laune. Ja. Wer Neville? Neville ist schon wieder schlecht gelaunt. Warum ist Neville schon wieder schlecht gelaunt? Weil Neville immer bei Minusgraden arbeiten muss. Aber Waldo macht das echt gut, oder? Kunst ist das, glaube ich. Jetzt schauen wir mal. Das ist doch keine Kunst. Was ist denn das? Mann. Ja, Schädel und Setsuko. Das hilft mir jetzt alles nichts. Ihr kommt jetzt mal schnell mit. Dann suchen wir jetzt den Bären. Boah, geh mal nicht so nah dahin. So. Die einzige Möglichkeit, wie ich zu zwei. Boah, fuck! Fuck. Ich dachte, da geht es zu Schädel. Oh, fuck! Boah! Mach ein Blatt. Mach ein Blatt. Boah! Meine Güte. Warte, du kommst nochmal schnell mit. Du schießt immer das Eichhörnchen noch ab. Sag euch Bären, ja. Bären sind total krank. Na komm, schießt den halt ab jetzt. Kann doch nicht so schwer sein. Eichhörnchen, ich bitte euch. Er hat eine Schrotflinte. Sie hat eine Schrotflinte und.
Komm schon. Komm schon. Komm schon. Na also. So, jetzt kannst du gern zurückgehen und dich behandeln lassen. Ja, okay, wunderbar. Ja, er kann jetzt endlich das Ding reparieren, was auch in Ordnung ist. Wir brauchen weiterhin Stahl. Wir brauchen weiterhin Stahl, jede Menge Stahl. Diese Blöcke hier, die werde ich wegtragen lassen. Nicht alle Blöcke, die hier drin liegen, weil das sind halt eigentlich Ressourcen, die wir hier noch wegbauen wollen. Dann kann ich nämlich vielleicht doch Schieferwege bauen oder sowas. Wir haben immer noch 14 Behandlung benötigt, Setsuko. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gefesselt. Vielleicht soll ich erstmal ein freundliches Gespräch mit ihm führen. Das hat vorhin auch gut geholfen. Zehn? Wollt ihr mich verarschen? 10 Stahl für so einen Stahlschlaggebrocken? 10? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schlechte Laune. Dieser Typ, ey, dieser Typ. Ja, ist nur gestresst. Ist den ganzen Tag nur am nur kurz zwischen durchdrehen und was weiß ich. Grizzly Bear. Kratzer. Na gut. Wachstumsrate 152%. Da geht es natürlich jetzt ab, oder? Ruht? Wie ruht? Wie ruht? Muss ich da jetzt echt eine Heizung reinbauen hier drin? Nächste schlechte Laune. Immer noch Neville. Ja. Komprimierte Bauteile. Ich brauche immer noch komprimierte oder schon wieder komprimierte Bauteile. Ich habe allerdings noch hier einen gefunden. Ja, das ist, ja. Ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass mir meine ganzen Bauteile ausgehen. Ich dachte eher, mir geht vielleicht irgendwas anders aus, aber das komprimierte. Ach komm, hier gibt's ja noch genug. Ach komm. So ein schlechter Scherz. Dann warte ich halt. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Pemmikanfleisch und jede Menge Bärenfleisch. Ich könnte mich wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, werde ich mich über den Winter retten können. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann werde ich hier große Anbaufelder machen. Während ich das hier auch noch wegräume. Weg damit mit dem Holz und hier auch weg. Weg, weg, weg. Ich meine, da hat es minus 8 Grad und Erisen. Alpaka-Wolle und Schweinehaut-Parker geht ab. Ja, ich muss leider jetzt ein bisschen warten. Bis was abgeht. Aber ich nehme euch zwar jetzt wieder mit. Hier war doch noch mal ein Bär. Ich habe doch hier gerade noch mal einen Bären gesehen. Wo ist denn der? Da ist noch ein Bär. Also das ist mehr als ein Bär. Da ist zum ersten einen Mal ist hier ein Truthahn. So, das ist schon mal das Erste. Okay, komm, mach den Putt jetzt, den Huthahn. Den Huthahn. Mach ihn kaputt, Alter. Wollt ihr mich eigentlich verapfeln? Unglaublich, oder? Unglaublich. Ich glaube, aber hin und wieder machen die das einfach, um mich zu verarschen. So, diesmal aber.
So, diesmal erwischte mich nicht der Bär. So, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was ist denn da los? Sozial. Versucht es jetzt für eine Romanze zu umwerben. Mann. Warum mag sie denn. Warum. Sie mag Schädel nicht? Hat mich verletzt, okay. Und Edison wurde beleidigt, wurde verachtet. Edisons Meinung von mir. Warum? Verweigert, furchterregend, künstlerisch. Wieso beleidigt sie denn? Wieso beleidigen die sich immer gegenseitig? Naja, was soll's. Aber es scheint tatsächlich so, dass man Winter relativ gut übersteht, solange kein Kälteeinbruch ist. Ja, also Kälteeinbruch ist schon richtig krank. Was kann sie denn eigentlich alles? Medizin, Tiere, Sozial, Forschung. Sie kann eigentlich nur forschen. Dann soll sie nur forschen. Ist mir eigentlich gleich. Ganz ehrlich. Soll sie ruhig forschen. Soll sie doch nur forschen. Ah, vorbildlich, vorbildlich. Einfach ans andere Ende der Karte gehen, um die komprimierten Bauteile. Da sind noch mehr dahinter. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Dann, ich wollte noch schauen. Was wollte ich denn noch schauen? Guck mal, hier ist auch Stahl. Warum habe ich das vorher alles nicht gesehen? Ja auch. Das war doch da vorher nicht alles da. Ja, ich prüfe die Wünsche. Freundstab, Pessimist. Zurückgewiesen von Erisen, zurückgewiesen von Setsuko. Oh Mann, der Typ, ey. Freiraum, Komfort. Also. Ich werde jetzt. Passt mal auf, jetzt drehe ich voll durch, ja. Ich mache jetzt Folgendes. Nein, mache ich nicht. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz für einen Stuhl. Mann, 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 Mann. Komm schon, ich stelle jetzt einfach mal. Moment, ich stelle jetzt einfach mal hier so einen Hocker rein. Vielleicht gefällt Ihnen das ja. Ja, vielleicht möchten die ja. Vielleicht löst das ja dieses Nicht-im-Stehen-Essen-Problem. Und zwar Holzhocker. Am besten. Ich glaube, am besten ist es hier hinten im Eck. Da mache ich jetzt überall einen rein. Hier auch, neben das Bett. Zack. Okay, wunderbar. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und dann, ja, wenn die damit jetzt dann fertig sind. Guck mal, das wächst aber echt krass. Noch Stahl, nicht mehr viel. Man muss halt so haushalten. Man muss halt so haushalten einfach. So extrem haushalten. Dorna. Ach komm, Anwendungsgespräch. Irgendwann wird es schon klappen. Hier so. So, bau erstmal Stühle. Furchtbare Laune, Neville. Schlechte Laune, Neville. Entweder ist er schlecht gelaunt oder. Ach, ich weiß nicht. Ich kann dem Typen einfach nicht helfen. Und das finde ich auch ein Witz, oder? Dass der halt einfach mal nur 10 Schlackebrocken gibt. Steinblöcke herstellen. Schlachttisch. Produziere Trockenfutter. So, Parker. Also für immer brauchen wir das nicht. Produziere x-mal. Hat denn Parker? Er? Hat einen Parker? Sie hat einen Parker? Das heißt, wir brauchen eigentlich noch mindestens 5 Parkers. Für den nächsten Winter, ja. Wenn es dann wirklich etwas knapper wird. Ich weiß nicht, ob es knapper wird, keine Ahnung. Zusammenbruch, Neville.